Schauspieler Kenneth Mitchell ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Bekannt war er durch seine Rolle in Star Trek: Discovery. Schauspieler Kenneth Mitchell, 49, ist am 24. Februar verstorben. Das gab seine Familie einen Tag später auf seinem Instagram-Profil bekannt. Vor 5 Jahren wurde bei ihm die Muskelerkrankung amyotrophe Lateralsklerose als diagnostiziert. Seitdem verschlechterte sich sein Gesundheitszustand extrem, später war er sogar auf den Rollstuhl angewiesen. Seit Sommer 2021 konnte Kenneth Mitchell außerdem nicht mehr sprechen. Kenneth Mitchell ist tot. Er wurde durch Jericho, Der Anschlag und Star Trek: Discovery bekannt. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rollen in der Mystery-Serie Jericho, Der Anschlag sowie in Star Trek: Discovery. Seine Karriere begann jedoch schon deutlich früher. Erste Nebenrollen konnte er in Leap Years 2001 und Odyssey 5 2002 ergattern. Später übernahm er auch die Rolle als Sam Lucas in Ghost Whisperer. Seine Familie trauert um einen Tagträumer und stolzen Vater. Seine Familie hat sich in einem emotionalen Statement geäußert. Jene, die ihm nahe waren, kannten ihn als Hoffnungssuchenden, Tagträumer, Traumgläubigen, Fußballspieler, Strandwanderer, beherzt umarmenden, Landscape-Designer, engagierten Gärtner, Kanupaddler, Happy Camper, Naturenthusiast, Katzenliebhaber, Mann mit einem ansteckenden Lachen, Schenkenden, die Kommunikation aufrechterhaltenden, Kinogänger, Kunstschöpfenden, Musikhörer, Sportkenner, Detailverliebten, Toronto Maple Leafs Fan, Weltreisende, humorvollen Onkel, jüngeren Bruder, Susans Partner und, noch mehr als alles andere, einen stolzen Vater, schreiben die Angehörigen. Die als Diagnose war für den verstorbenen Schauspieler damals ein Schock. Kurz nach seiner als Diagnose hatte Mitchell die Rolle als Klingone Koll in der Auftaktstaffel von Star Trek: Discovery gespielt. Im Jahr 2020 machte der Schauspieler seine Krankheit öffentlich. Vor wenigen Jahren hat er über den Tag gesprochen, als er die Diagnose bekam. In dem Moment, in dem sie uns sagten, dass es als ist, war es, als wäre ich in meinem eigenen Film, erklärte Kenneth Mitchell damals in einem Interview mit People. Und weiter, es fühlte sich so an, als würde ich die Szene sehen, in der jemandem gesagt wird, dass er eine unheilbare Krankheit hat. Es war einfach völlig unglaublich, ein Schock.